Herzlich willkommen am Kudamm. Heute treffen wir auf Gloria Glamour, denn die ist ja Reiseleiterin im entferntesten Sinne und macht eine ganz verrückte Tour durch die Stadt und durch ganz besondere Sehenswürdigkeiten von Berlin. Gut, auf wen wartet ihr denn? Auf mich? Hallo! Eine Wurst miteinander teilen, das erinnert mich auch ein bisschen an die Freizeitgestaltung der ein oder anderen Herren. Schmeckt? Lecker, sehr lecker. Ist richtig original, oder? Ist richtig original. An was wir hier nicht alles vorbeikommen, da lerne ich sogar als alteingesessener Berliner was Neues, und zwar die größte Laterne der Welt, die größte Glaslaterne sogar der Welt. Also Gloria hat da wirklich einige Sachen vorbereitet. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zur Gruppe. Komm mit. Ich habe Rüdesheimer. Das ist die Vorstufe zu Alzheimer. Wir gehen sogar ins Bristol Hotel, das hieß früher mal Kempinski, hier hat sogar Hildegard Knef übernachtet. Ich weiß nicht, ob wir drinnen drehen dürfen, aber wir versuchen es einfach mal. Kommt mal mit. Ach, das war gut. Das war, glaube ich, das edelste Pinkeln, was ich seit langem hatte. Und die Tour, verdammt, die ist schon weiter. Wir müssen los. So, cheers! Prost! Was sagst du zur Tour? Super lustig. Ich wohne jetzt seit 4 Jahren in Berlin und wusste dann doch noch nicht, was es um alles so gibt in der Stadt tatsächlich. Der Gloria macht das ganz gut, ne? Viele Anekdoten mit dabei und Sachen, auch ich als Alt-Berliner muss sagen, so einiges wusste ich auch noch nicht. Nee, tatsächlich. Also, und dafür, dass sie ja auch noch nicht in der Stadt geboren ist, sondern irgendwo anders, hat sie sich gut drauf geschafft auf jeden Fall. Super lustig. So, hier habe ich jetzt Marcel an meiner Seite. Du bist der Betreiber vom Vagabund. Wie lange schon? Seit 10 Jahren, seit 2009. Und du hast gesagt, du bist der zweite Betreiber in der Geschichte dieses Ladens. Genau, 1968 ist der Laden aufgemacht worden, noch unter dem Namen Der Keller. Nachher dann später Vagabund Der Keller und dann später Vagabund. Und der erste Betreiber hat den Laden 40 Jahre geführt. Ha, schön. Was ist hier Besonderes an dem Laden, außer die vielen Spiegel? Oh, na, erstmal ist es der älteste Nachtclub der Stadt. Und dass sich auch immer wieder, wie früher noch mehr, aber heute auch noch sehr, sehr viele Prominente hier einfinden. Deswegen ist nachts auch keine Presse erlaubt. Das ist... Verdammt, ist schon dunkel draußen. Verdammt, ich komme nicht mehr raus. Ich glaube, ich muss meine Zeche noch bezahlen. Gloria, wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt zum letzten Haltepunkt, und zwar gehen wir in die Erlebnisgastronomie Das Klo, das seit 1976 in gleicher Hand ist, was für Berliner Verhältnisse wirklich sehr ungewöhnlich ist. Und es ist wirklich eine Gastronomie, wo ich sage, wer noch nie da war, der muss das unbedingt gesehen haben. Die haben auch keine Öffnungszeiten, sondern nur Spülzeiten. Und dort kriegt man sein Bier aus Urinflaschen. Und es ist also auf jeden Fall für jeden Berlin-Besucher und aber auch für Berliner ein sehr, sehr sehenswertes Lokal. Woran liegt es? Weil du es oft musst, oder? Nein, aber es ist halt einfach, sie haben ein Lokal eröffnet, wo wirklich jeder seinen Spaß haben kann. Sie haben einen DJ, der wirklich Sprüche raushaut, da werde sogar ich blass. Also das ist wirklich nicht für zart beseitete Nerven gedacht. Und vor allen Dingen haben dort große Größen schon vor uns gesessen, unter anderem auch die ganze Crew um Captain Kirk und auch George Foreman und viele, viele große... Ich habe mich schon immer gewundert, ne? Weil Enterprise und so, die gehen ja nie auf Klo, ey. Jetzt wissen wir das auf Klo. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt hin, ne? Da gehen wir hin. Auf geht's, los! Und
Olivia hat mich damals mal irgendwann in einer Talkshow gesehen und fand das ganz lustig und hat mich dann mal angesprochen, hier in Berlin bei einer Großveranstaltung im Theater des Westens, ob ich nicht Lust hätte, für sie irgendwann mal was zu machen. Und dann hat das einige Jahre gedauert und dann haben wir uns vor circa zweieinhalb Jahren zusammengesetzt und haben dann gesagt, ach, lass uns doch so eine Tour, wie ihr die in Hamburg macht, mal in Berlin machen. Und sie sagte, eine Berliner Drag Queen wäre natürlich viel, viel interessanter und authentischer, als wenn das jemand von Hamburg aus machen würde. Ja, und dann haben wir dann seit anderthalb Jahren jetzt diese Tour hier in Berlin über den Kurfürstendamm versucht zu etablieren und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wenn Sie auch so eine Tour erleben möchten, geht das wo? Das findet ihr alles auf kultkiez-touren.de oder bei Eventteam, aber bei Olivias kultkiez-touren.de findet man sämtliche Kiez-Tour-Guides, egal ob in Berlin oder in Hamburg oder auch exklusiv, wenn ihr sagt, wir möchten einfach eine Hochzeit oder einen Junggesellinnenabschied haben und Gloria Glamour als Solo-Tour-Guide haben, wo keine anderen Leute dabei sind. All das ist möglich. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Gloria ist schon der Hammer, oder? Können wir schon empfehlen, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Was macht ihr heute Abend noch? Na, saufen. Hattet ihr Spaß? Ganz viel. Würdet ihr wiederkommen? Sowieso. Was sagt ihr zu Gloria? Super, einfach super.